Heute möchte ich ein bisschen über das Rad reden. Ganz kurz, warum habe ich mich für dieses Turmbergrad entschieden? Das Rad wird wahrscheinlich so 40, 50 Jahre alt sein. Und für mich ist da die Verbindung zu den Rentnern gegeben. Denn ich fahre sehr, sehr gerne Liegerad. Aber das verdeutlicht mir die ganze Zeit, wofür ich diese Radtour mache. Also ich mache diese Radtour für einen guten Zweck. Man könnte sagen eben eine Benefizradtour. Und von daher habe ich mich entschlossen für dieses Rad. Kernelement ist vorne die Lichtmaschine sozusagen. Das ist ein Shimano Nabendynamo mit einer Rollerbrake. Die hat mir der Markus vom Kanal DevFlyX besorgt. Ich habe da eine zweite Bremse, das ist eine normale Felgenbremse. Hinten habe ich die Rücktrittbremse und hier ein Dreigang-Sachs. Hier vorne im Fahrradkorb, den ich auch mit Klickfix abmachen kann, habe ich eine Ladevorrichtung. Da kann ich also auch vom Zwischenpufferakku auf USB laden. Hier aus dem Motorradbereich eine Spannungsanzeige. Ich mache die mal an. Da sieht man dann, dass ich jetzt 13,1 Volt im Pufferakku habe. Und wenn ich hier drauf drücke, sehe ich die Temperatur. Wir haben gegenwärtig 10 Grad. Und hier sehe ich dann zum Beispiel, wie lange ich das Gerät an hatte. So, und dann kann ich von USB auf meine Navigation, ich kann aber auch auf die Kamera stellen, mein Handy kann ich damit laden und alles durch diesen Spannungswandler oder Step-Up-Wandler. Und das ist eine ganz praktische Sache. Da bin ich dem Hanno vom Kanal Super Hanno sehr dankbar, dass er mir da geholfen hat und mir das eingerichtet hat. Ersatzschläuche, Flickzeug, Werkzeug. Ich merke jetzt schon, das Werkzeug muss ich tiefer legen. Das ist mir zu schwer da oben. Ich habe im Moment 2 Liter Wasser und muss mir dann halt unter Tage einfach nochmal 1 Liter Wasser zwischendurch besorgen. Mein Schlafzeug ist hier. Ich werde das noch komprimieren müssen. Aber wenn ich gerade wach geworden bin und schon losfahre, noch nicht getrocknet, dann kann ich so mitnehmen. Hier mein Essenszeug und Kocher und alles. Also sozusagen meine Küche, mein Schlafzimmer und mein Umkleidezimmer. Und so, wenn ich eingekauft habe, hier noch Sachen, Regensachen, mein Baumarktplanetab und das Wichtigste immer am Körper. Also Reisepass und dergleichen Dinge. Ja. Das kurz zu dem Rad. Ansonsten, ich glaube, was kein Rad bieten kann, egal wie gut es ist, ich muss immer gucken, dass meine Psyche in Ordnung bleibt, denn es ist eine große Radtour. Aber Gott sei Dank, wenn man so einen Zweck vor Augen hat, so ein Ziel vor Augen hat, dass man Gutes tun will, dann glaube ich, das motiviert einen auch, das lässt einen auch weiter, immer weiter pedalieren. Und ich bin echt total dankbar, dass ich zwischendurch mal Übernachtungen kriege oder eine Dusche oder so. Das wird schon helfen. Also, vielen Dank und tschüss.